Nach der totalen nuklearen Vernichtung könnte der Wiederaufbau unserer großen Nation nun Ihre Aufgabe sein. Aus diesem Grund hat Voltec Trainingsfilme und Broschüren entwickelt, damit Sie die 7 Attribute besser verstehen, die Sie special machen. In diesem Kapitel geht es um Wahrnehmung. Leider werden Sie es an der Oberfläche mit zahlreichen postnuklearen Ärgernissen zu tun bekommen. Diese furchteinflößenden Bedrohungen haben alle möglichen Formen und Größen und gefährden Ihr Überleben. Sie müssen lernen, mit diesen Gefahren umzugehen, auch wenn das zunächst schwer erscheint. Wir haben Sie daher ausgestattet mit dem Voltec Assisted Targeting System. Damit können Sie die Gefahr erfassen und Schwachstellen ermitteln. Und je besser Ihre Wahrnehmung, desto genauer werden Sie sein. Sie werden sogar Davy Crockett in den Schatten stellen. Manchmal werden Sie fragwürdige Dinge tun müssen. Ihre Wahrnehmung kann in diesen moralisch zweifelhaften Momenten Ihre Rettung sein. Üben Sie das Stehlen an den Jungen, Alten und Wehrlosen. Während Sie sich zum Erfolg stehlen, versuchen Sie es mit anspruchsvolleren Zielen und kniffligeren Tricks, um mehr zu erreichen. Aber nicht übermütig werden, Sportfreund. Versuchen Sie stets, Ihre 5 Sinne zu schärfen. Aber Wahrnehmung geht noch weiter. Nehmen Sie Feinde und Gebiete unter die Lupe. Nutzen Sie gefährliche Munition und bauen Sie eine Fernbeziehung auf. Lesen Sie aufmerksam Ihre Voltec-Broschüren, um sich fürs Überleben zu rüsten. Und die Frage zu beantworten, wissen Sie, was Sie special macht? Ja, und damit cheerio, meine Freunde, willkommen zum neuen, 17 Uhr Projekt. Einige wundern sich wahrscheinlich, warum es hier kein Star Ocean Solo's Hope mehr gibt. Ganz einfach, das Training war mir zu nervig. Also es war echt nervig, da jetzt zu trainieren. Und ganz ehrlich, ich hatte jetzt auch nicht wirklich Lust gehabt und keine Zeit. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, so, spielen wir ein neues Rollenspiel. Und Ich musste mich entscheiden zwischen Skyrim und Fallout 4, weil ich wollte beides mal Let's Playen und habe jetzt Fallout 4 los vorgezogen. Und ihr seht schon, ich habe es natürlich mal gespielt, ist aber auch schon eine ganze Weile her. Das heißt, ich weiß nicht mehr so ganz, was auf uns zukommt und so. Deswegen, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein und beginnen dieses wunderschöne Abenteuer gemeinsam. Los geht's. Yep. Los geht's. Ja, lädt. Früher ist das auch gar nicht möglich gewesen mit meinem alten PC, als ich damals Fallout hatte. Musste ich auf niedrigster Stufe spielen und es hat geruckt und oh Gott. Aber jetzt mit dem neuen PC sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Es kann sein, dass diese Folge vielleicht noch zu leise ist. Bethesda Game Studios presents Fallout 4. Ich muss zu meiner Schande sagen, dass Fallout 4 der erste Teil ist von Fallout, den ich überhaupt je gespielt habe. Aber ich bin jetzt mal leise. Moment. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen,
sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich, meine Frau und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Ja. Das war echt ein schönes Einleitungsding. Fand ich ganz toll. So, die Sache ist, wir können uns jetzt natürlich aussuchen, was spielen wir, eine Frau oder ein Mann? Wir spielen natürlich einen Mann. Ich finde den jetzt gar nicht mal so schlecht. Ah. So, können wir jetzt nochmal Sachen ändern. Wie werden die Haare? Schmuddel, Rebell, Vollzeitjob, Adret, Professor, Special Forces, Bahnbrecher, Hitzkopf, imposante Ideen. Alter. Glatt und schmierig. Gammler. Garagenband. Wohnen, Haarknoten, Kolonialstil, Alpha-Männchen, Schmalz. Ich glaube, ich nehme mal das Gepflegte. Ja, ich lasse das Gepflegte mal. Augen. Ach, hier oben kommt noch Farbe. Nachtschwarz, Stahlgrau, Grau, Silber, Weiß gebleicht. Ach du Schande. Platinblond. Weißt du was, wir machen das einfach wie bei mir. Ich passe mal so ein bisschen an mir an. Und zwar Nachtschwarz. Das macht dich jünger. Danke. meine Augen sind aber hellgrau. Ja, so in etwa. Also ich habe grau, grün, grau, blau. Also bei mir ist das wirklich... was nehme ich denn mal? Hellgrau? Das sieht aber so zombiehaft aus. Ich nehme aber mal Stahl. Richtig schön frisch. Können wir uns auch ein Bart machen? Ja. Ach, da ist der Bart. Ich wollte sagen, wo ist denn der Bart? Komm schon, ich will mein Bart. Wo ist mein Bart? Da. Nein. Das ist meiner. Ich bin ein A. Ich bin ein einsamer Wanderer. Gemein. Ja gut. Der Bart gefällt mir. Was können wir noch machen? Wir können natürlich ich kann Farbe in die Dings hier. Ach ja, in die Haust, ne? Muss leider sagen, dass ich doch ein bisschen blasser nicht jetzt bin. Schlecht. Nicht schlecht. So, ernst, strukturiert, runzlig, fältig. Wie ist denn meine? Also meine Stirn ist eigentlich ziemlich glatt. Ziemlich kräftig. Da. Cool, meine Stirn ist cool. Das freut mich aber. Kinnbacken, Formen. Davon lasse ich meistens die, die Dings hier. Nee. Die Hände. Weil meine Charaktere sind zum Aussehen wie die Zombies. Was meinst du, Schatz? Schelmisch schön oder schön schelmisch? Wie sind meine Ohren? Ich würde das hier nehmen. Ich kann so...
Nase? So eine süße Nase. Meine Nase ist eigentlich relativ klein, wenn ich das mal so sagen darf. Ich würde sogar eher die hier nehmen. Schmal A2. So, das reicht aber jetzt auch. So. Extras. Male, Makel. Ich habe keine Sommersprossen, deswegen nö. Aber ich habe so einen kleinen Fleck an der Nase. Also, Leberflecknase. Ich finde, das sieht ziemlich gut aus. Wieso hatte das jetzt... Leberflecknase. So. Alter. Der will mich gerade verarschen. So. Annehmen. So attraktiv wie am ersten Tag. Mal Lippenfarbe, grobes Gesicht. Nö. Stirnmakel auch nicht. Bin zum Glück ziemlich befreit von irgendwelchen Pickeln. Hast nicht gesehen. Eingefallene Augen. Sonnenbrand. Rot. Wieso Sonnenbrand? Ich habe keinen Sonnenbrand. Ich habe keine rote Nase. Ich habe keine Scheckhaut. Der Fuck. Stirnmakel 2. Nein. Aber schön, dass er hier schon automatisch so. Lippenfarbe. Augenhöhlenschatten. Ja, doch, das. Ja, nicht schlecht. Moment. Ja, okay, das ist aber nicht so massiv bei mir. Schaden. Habe ich im Grunde nicht. Also, ich habe zwar eine Narbe, aber die ist ja eher so am Arm. Boxer 12 Runden. Ja, ich wurde permanent zu Hause geschlagen. Deswegen. So, Körper? Ja, Geschlecht, das behalten wir ja, Mensch. So. Nur mal ein bisschen so. Obwohl, sieht grausam aus, sorry. Ich lasse den mal ganz normal. So, fertig. Wir sind fertig. Okay. So. Hallo. Was ich komisch finde, ich weiß nicht warum, aber ich kann es nicht mit meiner Maus spielen. Muss nur mal gucken, warum. Weil eigentlich hab ich sowas gerne mit Dings gespielt. Hüpf. Hüpf. Yay. Mal in den Schrank gucken. Hallo. Was? Oh, hiyo. Ah, müssen wir einmal rumgehen. Das ist nicht mein Kind, das ist dunkelfarbig. Mit wem hast du mich betrogen? Ehrlich, guckt euch mal den Kleinen an. Der ist dunkelhäutig. Wir sind ein bisschen blasser und sie ist auch nicht gerade die. Mach die Musik aus hier. Unsere Nachbarschaft. Alter, ich muss wirklich nach der Aufnahme mal gucken, ob ich das nicht wirklich mit Maus wieder einstellen kann. Ein weiteres großartiges Produkt von General Atomics International. Das soll Cordsworth erledigen. Das soll Cordsworth erledigen. Da. Danke, Cosworth. Natürlich, Sir. Grognack, der Barbar im Dschungel der Fledermausbabys. Meine Lieblingsausgabe. So, dann trinken wir mal ein Schlückchen. Hallo? Achso. Nora. Hallo, Nora. Das ist unsere Frau? Hat er plötzlich eine Zeitung aus der Hose? Oh. Mach das mal. Mir fällt gerade ein, wo sind denn die Untertitel? Dialoguntertitel ein, bitte. Allgemein auch bitte. Fiel mir gerade mal so ein, wo denn der ganze Kram ist hier. Figuren ausblenden? Nein. Nee, bleib dann. So, Audio. Stimmen bitte ganz voll. Musik geht so, Schritte voll. Radio voll. So. Fertig.
Ich hatte ja am Anfang meine Zweifel, aber Cotsworth kommt wirklich super mit Sean zurecht. Mhm. Es bleibt weiterhin ungewöhnlich warm für die Jahreszeit. Okay. Der Wert liegt bei 13 Grad. Ja. Aber aus Kanada nähert sich eine Kaltfront. Zu Halloween nächste Woche wird es also kühl, aber es bleibt trocken. Am Montag liegt der Höchstwert bei 11 Grad. Mhm. Seid mal froh, wir haben heute Silvester und es ist 12 Grad. Auch mit ungewöhnlichem Wetter zu kämpfen. Mhm. Das hört sich toll an. Kannst du aufmachen? Oh. Wahrscheinlich der Vertreter. Klar. Der kommt jeden Tag. Was ich sagen wollte, es gibt ja hier Musik im Radio und ich muss mal gucken, wie man die vielleicht umstellt, dass man eigene Musik einfügen kann. Weil, ihr wisst schon, ne? Guten Morgen. Nö. Von Vortec. Tschüss. Ich rede nicht mit Vertretern. Hallo, ich will eine Cola trinken. Oder gib mir eine Milch. Oh, Milch, ich kann die Baumwolle mal reinziehen. Kann ich das dann nicht wieder machen? Geht es Ihnen gut, Sir? Nein, ich bin nicht da. Schatz? Ich glaub's nicht, dass schon fast Halloween ist. Tja. Wir müssen Seans Kostüm fertig machen. Mach die Tür zu. Ich werde Sie auch nicht lange stören. Was Sie auch verkaufen. Ich will es nicht. Oh, keine Sorge, Sir. Keine Sorge. Ich will nichts verkaufen. Nicht? Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Mhm. Hier bin ich. Ja, das sind Sie. Ja, das sind Sie. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage äußerst wertvoll. Richtig. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Mhm. Da ist aber Platz für die ganze Familie, oder? Aber sicher, aber sicher. Abgesehen von Ihrem Roboter natürlich. Genau genommen haben Sie bereits Zugang. Ich muss lediglich noch ein paar Informationen überprüfen. Mhm. Es soll ja reibungslos laufen im Falle einer unerwarteten totalen nuklearen Vernichtung. Es wird nicht lange dauern. Mhm. Das Ende der Welt? Na endlich! Das ist die richtige Einstellung. Also dann. Los geht's. Oh, wir können Punkte vergeben. Stärke. Stärke problematisiert deine physische Kraft. Der Wert bestimmt, wie viel du tragen kannst und wie viel Schaden deine Nahkampfangriffe verursachen. Wahrnehmung. Wahrnehmung ist das Bewusstsein für deine Umgebung, dein sechster Sinn. Sie bestimmt die Waffenprädiktion mit Watts. Watts, was Watts ist, haben wir ja zu Anfang schon gesehen durch dieses Lehrvideo. Ausdauer. Ausdauer steht für die Schichtnetze. Der Wert bestimmt deine Gesundheit und wie stark das Sprinten deine Aktionspunkte verbraucht. Andere zu überzeugen und zu verführen. Das ist bestimmt ein übriges Kurs und verbessert Preise beim Handeln. Der Wert bestimmt, wie viele Erfahrungspunkte du erhältst. Das ist gut. Beweglichkeit repräsentiert deine Reaktionszeit und dein Geschick. Geduld zeigt, wie das Schicksal mit dir meint. Die Wert bestimmt deine Aufladerate für kritische Treffer und die Qualität gefundener Gegenstände. Ich glaube, ich mache mal hier 4 rein. 2, 3, also. So. Intelligenz mache ich jetzt ein bisschen mehr, weil dadurch kriegen wir ja mehr Erfahrungspunkte. Ich nehme noch Charisma und Ausdauer. So. Und du? Ach, mein Name. Aha, wie soll ich denn den Namen jetzt eingeben? Die Tastatur funktioniert. Jetzt funktioniert die Tastatur? Willst du mich verarschen? Adam. Komisch. Wunderbar, das war. Danke nochmal. Huch! Dann können wir ruhig schlafen. Das war jetzt. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Richtig. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Oh. Was gibt's denn? Hey, Cotsworth. Du hast Cotsworth gehört. Los.
wenn ich das anmerken darf, Sean braucht ihre Zuwendung. Ein Vater muss für seinen Jungen da sein. Ja. Na? Wie geht es den wichtigsten Männern in meinem Leben? Dreh das Mobile ein bisschen. Das mag er. Okay. Oh. Hey, wie geht's meinem Kleinen? Besser, oder? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Ja, gute Idee. Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Cordsworth, was ist los? Was? Was ist los? Gefolgt von... Ja, gefolgt von Blitzen. Grellen Blitzen. Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Was? Der Kontakt zu unserem Partnersendern scheint abgebrochen zu sein. Oh, wir haben... Es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole. Bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott. Klasse. Oh, wir müssen zum Vault. Sofort. Ich hab schon. Gehen wir. Los geht's. Einwohner von Sanctuary Hills. Wenn Sie registriert sind, begeben Sie sich sofort. Weg, 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 weg. Hallo. Wir fahren zur Küste. Warum schreien alle? Alles gut. Los, los, los. Nur Vaultbewohner, ey, die Armen. Entschuldigung. Mein Gott, oh mein Gott! Zum Vault geht es da lang. Vaultbewohner, zum Tor des Vaults geht es hier lang, Sir. Aber... Das ist absurd. Ich bin nicht auf der Liste. Sie ich kommen nicht rein. Rein. Sie können mich nicht schießen. Oh Gott, oh Gott, das wäre der Engelbelt. Wenn Frau Kahn, dann treten Sie vor. Wenn nicht, gehen Sie nach Hause. Ich sterben. Wir müssen rein. Wir stehen auf der Liste. Fest. Männlicher Erwachsener. Weiblicher Erwachsener. Okay, danke. Viel Glück, Ma'am. Sie beide, folgen Sie mir. Was wird aus all den Leuten vor dem Tor? Wir tun, was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Eieieiei. Hilfe. Treten Sie bitte auf die Plattform. In die Mitte. Unterwegs, unterwegs. Fast geschafft. Es wird alles gut. Ich liebe euch. Euch beide. Wir lieben dich auch. Oh. Mein oh. Runter. Festhalten! Geht das nicht schneller? Oh Gott. Und dann kommt es. Ah. Verdammt, ey. Oh, das Gamepad vibriert ohne Ende. Hilfe. Da ist eine Bombe eingeschlagen. Geschafft. Entschuldigung. Wir haben es geschafft. Wir brauchen einen Moment für uns. Alles wird gut. Verlassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine okay. Keine Sorge. Wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Vault 111. Eine bessere Zukunft. Im Untergrund. Also gehen wir... Ja, die Treppe hinauf. Hallo. Ich glaube es nicht. Eine Minute später. Und nein, wir wären alle... Nein, dieser denken Aufzug. Sie nur nicht daran. Sie so sind langsam. Jetzt in Sicherheit. Gehen Sie bitte alle die Treppe hoch und dann durch okay. Die Tür. Voltec ist für Sie da. Alle neuen Bewohner gehen bitte geordnet weiter. Männlich. Hier entlang bitte. Hey. Hallo. Sobald der Vault versiegelt ist, werden wir uns gehen bestimmt Sie zum besser Fisch, nehmen Sie sich an, Anzug. Einfach hier entlang. Hey, willkommen. Nehmen Sie sich dort einen Anzug. Treten Sie, Sie an den Tisch. Ihre Anzüge, bevor es weitergehen kann. Bitte, gut. Gehen Sie dort durch den Gang. Da vorne bitte. Yeah. Danke. Danke. Und was jetzt? Folgen Sie dem Arzt hier entlang. Er zeigt Ihnen, wo es hingeht. Ach, er hier? Sie drei. Folgen Sie mir. Okay. Entschuldigung. Kommen Sie Siehst mit. Du? Das ist unser neues Zuhause. Hier wird es Ihnen gefallen. Eine unserer fortschrittlichsten Einrichtungen. Die anderen sind natürlich auch großartig. Schön. Hier entlang, bitte. Einfach hier entlang. Unser Zuhause. Alles, was wir hatten. Meine Eltern Hallo. Sind unten in bitte. DC. Die Leute Gott, brauchen Schatz, etwas Ruhe. Wie lange werden wir wohl hier unten sein? Sir, das gehen wir bei der Einweisung durch. Zuerst noch ein paar medizinische Vorkehrungen. Okay. Passt
prima, oder? Ich streiche alle die von der Liste, die hier reinkommen. Dass er nicht nur bequem ist, sondern auch gut aussieht. Bereit für die Zukunft, oder? Entschuldigung. Sie haben eine wundervolle Familie. Hoffentlich fühlen Sie sich hier schnell wie zu Hause. Okay, und nun? Entschuldigung. Gehen Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Gehen Sie einfach rein. Okay. Alles wird gut. Hm? Papa ist doch da. Ja. Siehst du? Schatz, hilfst du mir mal? Wer ist mein kleiner Held? Ich gehe nicht weit weg. Ich bin gleich da drüben. Ja. Da ist er, siehst du? Papa ist ganz in der Nähe. Hm. Okay. Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Ja. Gehen wir jetzt da rein. So, haben den komischen Anzug angezogen. Und heppa. Es folgt eine Entseuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannen Sie sich. Zeit für ein ganz neues Leben. Bewohner sicher. Lebenszeichen normal. Mhm. Vorgang abgeschlossen. Mhm. Das ist aber... Das ist aber keine Dekorierung. Das ist einfrieren. Hallo? Stopp! Ihr könnt mich einfrieren! Und jetzt? Kälteschlaf. Haben uns einfach eingefroren. Hallo? Oh Gott. Das ist sie. Oh. Da. Mach sie auf. Ah, lass mich raus. Nora. Es ist vorbei. Fast. Alles wird gut. Oh Gott, Nora. Nein. Lass mich raus hier. Nein. Alter, Nora. Einfach unsere Frau erschossen. Und dann so mitgenommen. Bastarde. Werdet ihr büßen, könnt ihr mir aber glauben. Hey. Hä? Was jetzt? Wieso sind wir nämlich auch wach? Der Vault hat anscheinend ein... Geht so langsam zu Neige. Zeitreisen für Anfänger, schön. Nora. Komm schon! Das muss doch irgendwie aufgehen! Komm schon, komm schon, komm schon! Oh so. Gott! Nora. Ich finde den, der das getan hat. Und dann hole ich schon zurück. Kritischer Fehler. Versprochen. Alle Vault-Bewohner müssen den bereiten. Können wir sie wieder... Ja. Es ist zwar ein bisschen gruselig, aber ich friere sie lieber wieder ein, also beziehungsweise pack sie wieder in Kryo, damit sie, ja, was soll ich sagen, nicht verwest und so. Oh Gott, warum soll der Vault-Hack das tun? Geht nicht, ist tot. Darf nicht sein, dass nur noch ich übrig bin. Hallo? Ist da oh wer? Gott. Gott. Eieieiei. Unschön. Warum? Warum haben die das getan? Die ist leer oh hier. Oh Gott. Aber die ist doch leer, oder? Huch. Die ist leer, ja. Was mit der? Ja. Oh Gott. Ein Computer. So, gucken wir mal. Kryoanlage.
Kühllager offen. Ein vorzeitiger Abbruch führt zu Systemversagen. Vereinzelte manuelle und ferngesteuerte Überbrückungen festgestellt. Steuerung deaktiviert. Lebensalterungssysteme offline. Vorzeitiger Abbruch führt zu Systemversagen. Vereinzelte manuelle Steuerung deaktiviert. Kapsel 1 leer. Das war wie Kapsel 1? Nee. Kapsel 1 leer. Kapsel 2 Miss Callahan. Insassen verstorben. Todesursache erstickend aufgrund Versagen des Lebenshaltungssystems. Wunderbar. Mr. Callahan. Verstorben aufgrund des Lebenshaltungssystems. Okay. Alle wirklich, weil das Lebenshaltungssystem abgekackt ist, sind alle tot. Mr. Abel. Genau das gleiche. Na, stopp. Mrs. Abel. Ja. Nora und Sean. Unbekannt. Hat einfach direkt eine Kapitel aktiviert. Naja, Sean entführt, sie ist tot. Was mit uns? Adam. Unbekannt. Oh, wir leben. Und dann gibt es da unten noch Mr. Russell. Alle sind durch das Versagen der Lebenserhaltungssysteme verstorben. Außer unsere Frau natürlich. So Leute, bevor wir uns aber jetzt hier rausbegeben in diese neue Welt, beendet die Folge mal für heute. Also, wenn ihr wieder dabei sein wollt, dann schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Fallout 4. Bis dann. Ciao.